Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Gothic. So, wir sind immer noch in der alten Mine. Hey du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Ja, ist gut. Sollte ich das jetzt vermisst so? Du nicht deinen Thronschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Alles klar, mach das. So, sehr schön. Lass mich mal vorbei. Da haben wir jetzt gleich schon ein bisschen was verdient und EP gekriegt. Was bedeutet, wir haben jetzt gleich die nächste Stufe. So. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Mhm. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Schön. So, Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Das macht ja richtig toll. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Mindcrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Nein, ich seh mich nur mal um. Auf gar keinen Fall. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so in der Mine machen können. Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst, wenn du Erz hast. Äpfel. Wert 4. Ja, aber die kaufen wir auch noch. So, wir haben jetzt aber momentan nichts, was wir jetzt mit ihm tauschen können. Das ist nur einfacher Gardist. Da nützt uns nichts. Wenn wir hier diesen scheiß Erzhaufen alles mal in die Tasche stecken können, das wäre ein Träumchen. Naja, gut. So, gehen wir mal nach unten. Mal sehen. Vielleicht können wir hier noch irgendwo was erledigen. Guten Tag. Wenn du meinst. War nicht besonders. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Dort sind schon diese. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Möge der Schläfer dich schützen. Ja, also das Nest, das machen wir dann später.
da rennt schon so das erste Vieh rum. Butler. Ja. So, jetzt haben wir ihn wieder dazu gebracht, dass er arbeitet. Haben wir das nicht gut gemacht? Das haben wir wirklich gut gemacht. So, da unten ist der Schmelzofen. Ja, wir gehen jetzt nicht in die Nebenhöhlen, weil das bringt einfach nichts. Weil die Kackcrawler, die sind einfach zu stark für uns. Die würden uns ja rupfen. Ich hab zwar gerade gesagt, dass wir es nicht machen. Aber mal gucken kann man ja, ne? So, da komme ich. Da komme ich, glaube ich, schlecht rüber. Ich tue mal speichern. Dann können wir es versuchen. Aber ich glaube, das ging nicht. Doch, das sollte einigermaßen noch gehen. Da müssen wir die Leiter hochkommen. Gut. Da können wir hier nämlich noch ein bisschen was einsammeln. Die Pilze. So, und dann können wir da oben noch mal gucken. Da gibt es auch überall Erz. Und einen toten Mann. Und ein Erzbrocken. So, ich dachte eigentlich, dass ich dass mir das irgendjemand zeigen konnte, wie ich Erz förder. Ja, da müsste ich jetzt dann springen, aber ich glaube, da drüben war nichts weiter. Von dem, was ich gebrauchen kann. Oh, leck. So. Nein, da gab es nichts weiter. Da ist nur noch ein Erzklumpen. Na gut, gehen wir mal wieder rüber. Oh, nee. Komm, Junge, komm. So. Gehen wir mal wieder aus diesem Höhlenabschnitt raus. Können wir da springen? Also ich mache mir ein kleines bisschen Sorgen, das ist schon klar, weil so ein Absturz ist für uns tödlich. So. Butler. Ich habe wirklich gedacht, uns konnte das jemand beibringen. Naja. Vielleicht war das auch in einem anderen Teil. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber, naja, sehen wir ja dann. Was machst du hier? Ich jage Mindcrawler. Kannst du mir was über die Crawler-Jagd erzählen?
Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Mhm. Was jetzt wieder? So. Da hat's auch noch einen Templer. Der Schläfer erwache. Jawohl. Hau rein, Alter. Hau rein. So, da sind natürlich einige Tote. Ich möchte jetzt hier aber ehrlich gesagt auch keine Crawler rauslocken. Dahin sind sie schon. Man darf auch nicht alles glauben, was man will. Weil, wenn die Biester hier töten, dann habe ich im Endeffekt weniger Punkte. Und das ist dann immer so die Sache, was ich nicht mag. Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Okay. Die Gardisten. So, also, mit dem Ork-Sklaven können wir nicht reden. Nee. Ja, das lassen wir mal. Das machen wir ein andermal. So, ich werde jetzt nochmal schnell gucken, ob ich... Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Na logisch. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Der hat ja auch ordentlich, ne? Alles klar. Aber ich habe momentan... zu wenig. Beziehungsweise gar keine Waren. Also nichts mit tauschen. So. Ah, gut. Oh, ich habe erst gedacht, da sind schon wieder Crawler unterwegs. So. Ich bin hier wieder auf Pilzflugtour. Hallo, warum nimmst du Pilzli nicht? So. Butler Gott ist. Da ist noch ein Ork-Sklave. Da sind Butler Gottisten. Butler. Pilze, Butler, Pilze. So, da oben ist dann das Tor, wo wir erst später reinkommen.
wir werden dann natürlich auf jeden Fall noch versuchen, Erz zu schürfen. Mal sehen, ob das klappt. Buddler. So, alle klar. Dann haben wir hier den ersten Erzklumpen. Kriege ich da gar nichts raus, oder was? Verflucht. Ich weiß nicht mehr. Es kann auch sein, wir können gar kein Erz schürfen. Ach, Moment. Langsam kommt so eine Erinnerung zurück. Und zwar ist das erst im zweiten Teil, wo wir dann in die Kolonie zurückkehren. Und da können wir das dann auch lernen. Hey, wie sieht's aus? Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler. Große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Mhm. Ja, das machen wir dann später. Momentan sind wir einfach... Naja. Immer noch ein bisschen Newbie-mäßig unterwegs. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Beziehungsweise, ich wollte da nochmal gucken. Butler. Alep. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ich würde sagen, wir machen das dann später. Ich glaube, das war so eine kleine Type, die sich irgendwo versteckt hat, weil er keinen Bock hat zum Arbeiten. Wenn mir das noch so recht in Erinnerung war. Wo genau er sich da versteckt, weiß ich nicht mehr. Und ich würde sagen, das kriegen wir auch erst raus. Wenn wir stark genug sind. Es wird viel. Um auch gegen die Crawler zu kämpfen. Man muss eben auch. Ich halte mich da lieber raus. Verlass dich auf jemanden. Und deswegen. Deswegen warten wir das jetzt erstmal. Verschieben wir das einfach erstmal nach hinten. Oh, ich kann in einen anderen Höhlenabschnitt gucken. Wie schön. So. Wir gehen jetzt erstmal wieder ins alte Lager zurück. Dann können wir auch ein bisschen unsere Stärke noch trainieren. Und eventuell ein bisschen was auf Einhandwaffen. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Ich weiß nicht mehr, wo der Typ sich hinverkrochen hat.
Der hat sich irgendwo in eine stille Ecke gesetzt und hat keinen Bock zu arbeiten. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Wo komme ich denn hier hin? Ohne dass ich hier kann das sein, dass alle hier ist? Gardist mit dem kann ich nicht reden. Eine Fackel. Buddler. Noch eine Fackel. Ja, genau. Siehst du, da ist er ja. Ich hab's doch gewusst, dass der hier. Die Wachen erwischen mich nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Das reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Moment. So. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Da es jetzt an der Zeit ist, dass wir die Folge beenden, werde ich das jetzt tun. Wir reden in der nächsten Folge mit Aleb weiter. Und ja, dann werden wir sehen, vielleicht können wir sogar den Lagerschuppen noch ausräumen. Und dann geht's zurück ins alte Lager. Aber für heute ist Schluss und ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!